Guckt euch das mal an. Livestreams mit Kreuz auf Toilette. Seht ihr das? Aber ihr werdet auch eines Tages dafür gerichtet werden. Ihr werdet eines Tages, der Herr Jesus Christus wird euch eines Tages richten, das verspreche ich euch. Und das Einzigste, was ihr nur könnt, ist drohen. Daran sieht man ja auch den Frieden in euch. So. So, ohne die Wiedergeburt kommt ihr nicht in das Reich Gottes hinein. Da könnt ihr tun und machen, wie ihr wollt. Und deswegen werdet ihr auch gerichtet werden. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen. Und es steht geschrieben in Römer 14. In Römer 14, Vers 12, so wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft legen müssen. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und du wirst eines Tages Rechenschaft ablegen müssen, weil es ist Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. Von mir aus bleibt in eurer Religion, bastet euch eure eigene Religion, aber hört auf zu erzählen, die Bibel sei ein Märchenbuch. Und dafür werdet ihr eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Mit euren Lügen, mit euren Täuschungen. So. Hier, da sieht man, du bist ein Kind, noch rede nicht so viel. Hier sieht man, Leute, ich kann euch diese ganze Chatliste zeigen, wie viele Muslime mich bedrohen. Morddrohungen bekomme ich. Ihr müsst euch mal vorstellen, von irgendwelchen Kindern oder erwachsenen Männern. Daran sieht man den Glauben, was für Früchte dieser Glauben hat. Ihr könnt von mir aus von morgens bis abends sich beleidigen, meinen Glauben beleidigen. Ich segne euch, weil der Herr Jesus Christus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, segnet die euch fluchen und betet für die, die euch beleidigen. Und deswegen, ihr werdet eines Tages für eure Worte, für eure Taten, werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin kein Hetzer. Und deswegen steht auch geschrieben im Prediger 12, 14, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Das verborgen ist, es sei gut oder böse. Und deswegen rate ich euch, du bist sehr wohl ein Hetzer. Ja, okay. Seht ihr das, diese Ungerechtigkeit? Seht ihr diese Ungerechtigkeit? Ich werde das demnächst aufnehmen. Ich werde in jeden muslimischen TikTok-Stream reingehen und ich werde das aufnehmen. Ich werde das screenshotten und ich werde ein Video darüber machen und ein YouTube-Video darüber machen. Und dann entscheiden die Menschen selber. So. Weil komischerweise, Jesus ist Gott, genau, Amen. Komischerweise, wenn du was gegen den Islam sagst, ja, dann ist vorbei. Aber wenn die Muslime sich lustig machen über die Bibel, ich kenne keinen wiedergeborenen Christen, der einen Moslem Morddrohung verpasst oder rachsüchtig ist. Nein, das sagt die Bibel nicht. Und deswegen sage ich euch, Muslime, verlasst diese Religion, rettet eure Seelen, demütigt euch vor Gott. Der Zorn Gottes ist über diese ganze Welt gekommen und ihr werdet eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Und ich lese einen Bibelvers vor. Weil ihr habt keine Ausrede, ihr habt das Evangelium gehört. Aber ihr habt das Evangelium verworfen für eine falsche Religion. So wie ihr sagt, die Bibel ist falsch, so wie ihr sagt, das Christentum ist eine falsche Religion, so habe ich auch das Recht, meinen Glauben zu verteidigen. So habe ich das Recht zu sagen, dass der Islam falsch ist. Punkt, fertig, aus. Und es steht geschrieben. So. Nein, ich nehme niemanden an. Weil diese unnützlichen Streitgespräche führen einfach zu nichts. So, das Wort sagt, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwerft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
Nein, ich nehme nicht an. Das ist mein Stream, du kannst deinen eigenen Stream machen. Ich brauche hier keine aggressiven Menschen. Man sieht ja in den ganzen Ländern zum Beispiel, in den ganzen islamischen Ländern, wie Christen unterdrückt werden, wie Christen verfolgt werden. Schaut euch einfach Oppendorf an. Ich kenne Geschwister, die kommen aus den Ländern. Die wurden verfolgt. Alle, komischerweise aus diesen ganzen islamischen Ländern, werden Christen tagtäglich verfolgt. So. So, und deswegen Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Und deswegen sage ich euch Muslime, wenn ihr was behauptet, dann müsst ihr es auch beweisen. So, der Herr Jesus, er wurde gekreuzigt. Mit Augenzeugen. Der Herr Jesus ist Gott. So, die Jünger haben ihn angebetet. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das einzigste Buch auf der ganzen Welt. Einzige Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Und darum rate ich euch, Muslime, macht euch darüber Gedanken. Denn es geht hier um die Ewigkeit. Ist euch das aufgefallen, auch wenn man sagt, Jesus ist Gott, auf einmal toben die Geister? Ist das nicht so? Okay, Leute, ihr sagt, ich bin ein Hetzer. Alles klar, ich zeige euch jetzt nochmal das Bild. So, jetzt schaut euch nochmal das Bild an, wie die lieben Muslime von morgens bis abends den Gott der Bibel beleidigen. Schaut euch mal das Bild hier an, Leute. Livestreams. Und das wurde nicht gemeldet. Oder hier zum Beispiel ein Abbild. Hier, die lachen sich tot, die Muslime. Seht ihr das? Ja, aber Muslime, was würdet ihr denn mit einem Christen machen, wenn er das mit eurem Mohammed machen würde? Was würdet ihr da machen? Was würdet ihr da machen? Muslime, ich will mal wissen, was ihr da machen würdet. Was würdet ihr machen, wenn ihr denn so einen Christen auf der Straße seht? Ja, was würdet ihr da machen? Macht ihr schon. Wo denn? Wo denn? Zeig mal Beweise. Bitte hör auf zu lügen. Und das ist das immer diese Takir, diese Täuschungen. Muslime, ihr werdet eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen. Und dieser heilige Gott wird kurzen Prozess mit euch machen. Wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut und von neu geboren werdet, werdet ihr alle zugrunde gehen. Ihr werdet verloren gehen. Darum sage ich euch, Muslime, verlasst diese Religion. Ihr werdet eines Tages den Herrn Jesus Christus so anbeten, wie ihr hier die Kaaba anbetet. Ihr werdet eines Tages euch niederwerfen vor den Herrn Jesus Christus. Und dann wird es zu spät für euch sein, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut. Deswegen versöhnt euch mit Gott. Ihr lacht jetzt. Jetzt lacht ihr, aber ihr wisst ja nicht mal, wohin ihr geht. Ihr wisst nicht mal, ob ihr in den Himmel kommt. Und es ist einfach nur traurig, dass ihr verloren geht. Ihr geht verloren. Und der Herr Jesus Christus sagt in seinem Wort, das lese ich jetzt vor. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Deswegen, Muslime, werdet ihr zugrunde gehen und ihr werdet verloren gehen. Ihr selber könnt euch entscheiden, welchen Weg ihr geht. Ihr selber könnt noch den Sinn des Lebens fragen. Ihr selber könnt euch demütigen, aber das wollt ihr nicht. Und deswegen ist, eure Herzen sind verstockt. Da ist eine Blockade. Da ist eine Blockade und der Herr Jesus Christus sagt selbst. Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat diese Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen, Muslime, könnt ihr die ganze Zeit sagen, die Bibel ist verfälscht. Ist okay, wir werden sehen, ob die Bibel verfälscht ist. Wir werden ja sehen, ob der Herr Jesus Christus nur ein Prophet gewesen ist. Wir werden ja sehen, ob er angeblich, wie ihr ja immer behauptet, er wurde nicht gekreuzigt, es erschien nur so. Weil er wurde gekreuzigt, er ist Gott, die Bibel ist das Wort Gottes. Und weil eure Herzen leider so verstockt sind, werdet ihr alle in den Feuersee geworfen werden. Muslime. Und ich kann einfach nur darüber weinen, weil ihr geht verloren.
Ich kann einfach nur über euren ungeistlichen Zustand weinen, weil ihr geht alle verloren und ihr werdet alle gerichtet werden. Und der Herr Jesus sagt selbst, Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehend, sehend werden und die, welche sehend, blind werden. Und ihr seid blind. Ihr seid blind. Für euch ist das Evangelium verfälscht oder eine arme Botschaft. Für uns ist es eine reiche Botschaft. Weil dieses Evangelium, die Bibel, ist das Wort Gottes. Und ich sag dir, lieber Moslem, dass du wirklich selber dich einfach demütigst und einfach mal die Bibel aufrichtig liest. Und guck dir nicht Per Vogel an, Sheikh Ibrahim an oder irgendwelche Imame oder irgendwelche Gelehrten, die selber lügen. Lest doch selber die Bibel. Forscht doch selber, ist die Bibel verfälscht? Ist das die Wahrheit? Wurde er gekreuzigt? Ist der Herr Jesus wirklich gekreuzigt worden? Aber das macht ihr nicht. Und deswegen werdet ihr verloren gehen. Und Jesus ist Muslim, du brauchst gar nicht reinkommen, du hast null Ahnung von der Bibel. Du musst erstmal nochmal richtig die Bibel lesen, weil du bist nur reingekommen, um zu täuschen, um zu lügen, um zu verführen. Das Wort sagt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, den Evangelium Gottes zu glauben? Und hier, wehe denen, die Böses gut und gut böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die bitter süß und süß bitter nennen, Muslime. So, und für mich ist Mohammed ein falscher Prophet, ganz einfach, Muslime. Und deswegen sage ich euch, Muslime, verlasst die Religion. Alle Muslime, die jetzt hier im Livestream drin sind, verlasst diese Religion. Rettet eure Seelen, Muslim. Weil eines Tages werdet ihr alle in den Feuersee landen. Da gebe ich Hand und Siegel drauf, Muslime. Ihr müsst eure Seelen retten, Muslime. Also heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, verstockt eure Herzen nicht, Muslime, und verlasst diese Religion. Der Islam wird nicht siegen. Der Islam wird zugrunde gehen. Der Herr Jesus Christus wird euch alle richten. So, Punkt, fertig, aus. Und euer Prophet Mohammed wird den Herrn Jesus anbeten. Ihr werdet den Herrn Jesus Christus anbeten, weil der Herr Jesus Gott ist, der euch erschaffen hat. So, und ich werde das jetzt vorlesen. Alle Knie werden sich beugen. Eines Tages wird euer Prophet den Herrn Jesus Christus anbeten. Da gebe ich Hand und Siegel drauf, Muslime. Darum sage ich euch, Muslime, verlasst diese Religion, Muslime. Rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes. Ihr werdet alle in den Feuersee geworfen werden, Muslime. So wie ihr die Kaaba hier anbetet, werdet ihr den Herrn Jesus anbeten. Und ich lese es aus der Bibel vor. Und es steht geschrieben im Philipper 2, Vers 10. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Darum, Muslime, verlasst den Islam. Alle Muslime, die jetzt hier drin sind, verlasst den Islam. Ihr werdet alle zugrunde gehen, Muslime. Ihr werdet alle in den Feuersee landen, wie es in Offenbarung 20, Vers 13 geschrieben steht, Muslime. Darum sage ich euch, der Zorn Gottes ist über euch gekommen. Deswegen sage ich nochmal, Muslime, euer Prophet Mohammed werdet den Herrn Jesus Christus anbeten. Eure Gelehrten werden den Herrn Jesus Christus anbeten. Ihr werdet den Herrn Jesus Christus anbeten, weil er Gott ist. Und nochmal, Philipper 2, 10, 11. Ich lese es jetzt nochmal vor, Muslime. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, Muslime. Darum sage ich euch, Muslime, rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes. Ihr werdet alle verloren gehen. Die Bibel ist das Wort Gottes, Muslime. Hört auf, die Christen anzulügen. Hört auf, die Atheisten anzulügen. Hört auf zu täuschen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Schaut euch die Vorträge an von Roger Libby.
Wurde die Bibel verfälscht? Alle rein, schreibt das mal rein, Alexa. Roger Libby, wurde die Bibel verfälscht? Die Bibel wurde nicht verfälscht. Ihr lügt die Leute an, ihr täuscht die Leute und dafür werdet ihr gerichtet werden. Nochmal, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und ihr werdet gerichtet werden, Muslime. Ihr werdet verloren gehen für eure Täuschungen, für eure Lügen, die ihr hier behauptet habt. Die Bibel ist verfälscht. Lest die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes, Muslime. Ihr werdet verloren gehen. Rettet eure Seelen. Ihr wisst nicht mal, ob ihr in den Himmel kommt. Ihr wisst es nicht. Ihr hofft drauf. Ihr verlasst euch auf eure Werke. Ihr seid verloren. Ihr seid diejenigen, die am Ende verloren sind. Und nochmal, eines Tages wird euer Prophet den Herrn Jesus Christus anbeten. Der Herr Jesus Christus hat euren Propheten erschaffen. Er hat euch erschaffen. Und deswegen werdet ihr ihn auch anbeten, weil er der König der Könige ist. Er ist Gott. So, und ihr werdet gerichtet werden, Muslime. Da gebe ich Hand und Siegel drauf. Und ich lese jetzt weiter ein Bibelvers vor. So, ich lese jetzt vor, der Herr Jesus ist Gott. Er ist Gott. So, und ich lese einmal. Es steht geschrieben, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Der Herr Jesus ist Gott. Ihr Muslime, ihr habt gelogen. Die ganzen Muslime hier auf TikTok, sie täuschen und lügen. Deswegen sage ich euch, ihr müsst euch entschuldigen. Macht Livestreams und entschuldigt euch, dass ihr gelogen habt. Ihr habt keine Ahnung. Also wenn ihr keine Ahnung habt, dann macht auch bitte kein Thema darüber. So, man sieht ja auch die ganze Zeit, wie ihr darüber lacht. Ihr lacht darüber, ihr geht verloren, Muslime. Ihr werdet alle in den Feuersee landen. Offenbarung 20 werde ich jetzt vorlesen. Ihr werdet alle verloren gehen, Muslime. Und das Gericht Gottes wird über euch kommen. Ihr werdet in die neue Weltordnung kommen. Und dann werdet ihr sehen. Und dann werdet ihr gechippt werden. Und man kann nur weinen über euch. Man kann nur weinen über euch, weil ihr geht verloren, Muslime. Offenbarung 20, Vers 13 steht geschrieben. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und ihr werdet alle gerichtet werden, das verspreche ich euch, Muslime. Ihr müsst von neu geboren werden. Ohne die Wiedergeburt kein Reich Gottes. Das verspreche ich euch, Muslime. Darum sage ich euch, lest lieber die Bibel, schlagt die Bibel auf, ladet euch eine Bibel-App runter, bevor ihr gerichtet werdet. An die ganzen 700 Zuschauer, an alle Muslime, die jetzt hier drin sind, verlasst alle den Islam, kommt zu den Herrn Jesus Christus und schließt Frieden mit Gott. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, und das lese ich jetzt in Johannes 3 vor, Muslime, weil der Gott der Bibel euch liebt. Und der Gott der Bibel möchte, dass alle Muslime gerettet werden. So, und da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Ihr könnt mich beleidigen, wie ihr wollt. Der Herr segne euch, Muslime. So, und ich lese das jetzt vor, Muslime. Extra für euch, damit ihr gerettet werdet. Ihr habt keine Ausrede, ihr habt das Evangelium gehört. So, in Johannes 3, Vers 16. Ich lese aber Vers 14 vor. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt... Also, einen Moment, Leute, ich muss einmal was trinken. So. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ein Moment, Leute. So, Leute, ich dachte, das hat geklingelt. So. Leute, ich dachte, jemand klingelt oder steht vor meiner Tür.
Aber es war doch niemand da. Okay, Leute, ich lese weiter. Entschuldigung. So, Leute, Johannes 3,3, Entschuldigung. Leute, ich möchte auch keine Geschenke haben, Leute. Ihr müsst mir, guck mal, ihr müsst mir nicht folgen. Ich will keine Geschenke haben, Leute. Ich möchte euch einfach nur das Evangelium verkündigen, damit ihr die frohe Botschaft hört. Es geht darum, Muslime, ich habe keinen Hass auf euch. Ich liebe euch, Muslime. Ich möchte auch, dass die Christen euch alle segnen. Und ich habe auch nichts gegen die Muslime. Und ich möchte einfach nur das aus dem Wort Gottes euch vorlesen, damit ihr das Evangelium hört. Und ich möchte auch, dass ihr zu diesem lebendigen Gott kommt, Muslime. Und ich bitte euch vom ganzen Herzen auch, dass ihr einfach mal zuhört und selber die Bibel lest. Es geht einfach nur darum, dass ihr das Wort Gottes hört. So, ihr müsst mir nicht folgen, ihr müsst mir auch keine Geschenke machen. Ich möchte einfach nur, dass ihr die Botschaft hört, dass der Herr Jesus euch unendlich liebt, dass er für euch ans Kreuz gegangen ist und am dritten Tag auferstanden ist, Muslime. Deswegen lese ich das auch vor, damit ihr einfach darüber euch auch mal Gedanken darüber macht. Wir haben mit Kirche und Religion nichts zu tun. Wir sind einfache Christen, die an den Herrn Jesus glauben. Und deswegen bitte ich euch einfach, hört doch einfach zu. Und ihr könnt euch, macht euch auch, ihr könnt euch lustig darüber machen. Aber es ist einfach traurig, weil die Bibel sagt, ihr geht ohne den Herrn Jesus verloren. Und es heißt ja auch, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein, in Johannes 3, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und es ist einfach traurig, weil das Wort sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ihr werdet verloren gehen, Muslime. Und das ist das Traurige, weil ohne die Wiedergeburt in Johannes 3, Vers 3, da sagt der Herr Jesus Christus, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und es ist traurig, Muslime, weil ihr eifert für einen falschen Gott. Und deswegen, ich verstehe euch, weil ihr seid da hineingeboren. Aber der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Versteht ihr, Muslime? Ohne diese Wiedergeburt könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und deswegen, ihr werdet verloren gehen. Der Herr Jesus ist für euch ans Kreuz gegangen und am dritten Tag auferstanden, damit ihr gerettet seid. Und deswegen, Muslime, bitte ich euch, hört auf die ganze Zeit Beleidigung oder dass eure Herzen so verstockt sind. Lest doch einfach selber die Bibel. Oder geht doch selber auf eure Knie. Geht auf eure Knie und fragt Gott, wer bist du, Gott? Einfach diese Frage, das ist ja eine berechtigte Frage. Gott, wer bist du? Oder frag doch einfach. Und deswegen. Das traurige Muslime, weil ihr seid da hineingeboren in eure Religion und kein Moslem weiß, ob er in den Himmel kommt. Es weiß kein Moslem. Es ist, ihr eifert vor euren Gott und ihr wollt auch in den Himmel kommen. Ich kann euch verstehen. Ihr wollt auch euer Dawa machen. Ihr wollt zum Beispiel, ihr wollt die höchste Stufe bekommen im Paradies. Ihr wollt vor euren Gott eifern. Ihr wollt euch auch einsetzen, aber ihr macht das auf eine falsche Art. Und deswegen werdet ihr verloren gehen, Muslime. Weil die Bibel ist das Wort Gottes, die Bibel wurde nicht verfälscht. Deswegen sage ich auch an die Muslime, schaut euch einfach mal an, Roger Libby, der erklärt das sehr gut. Roger Libby wurde die Bibel verfälscht. Er macht einen Vortrag darüber und klärt sehr gut auf. Oder guckt euch Dr. Werner Gitt an mit der Bibel, Muslime. Dass ihr euch da nicht verführen lässt oder dass ihr euch da täuschen lässt. Weil ich kenne so viele Muslime, die haben da eine Blockade in ihr Herzen. Und das ist das traurige Muslime. Ihr werdet verloren gehen. Der Herr Jesus wird euch eines Tages richten. Der Herr Jesus wird eines Tages die ganze Welt richten, Muslime. Versteht ihr das? Er ist vor 2000 Jahren als Lamm gekommen. Er wird wiederkommen, um euch zu richten, Muslime. Und ihr werdet alle gerichtet werden. Das verspreche ich euch, Muslime. Der Zorn Gottes ist über die ganze Welt gekommen. Muslime, ich habe auch gedacht, die Bibel ist verfälscht. Bis ich mich richtig informiert habe, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die Bibel hat wirklich so viele Prophezeiungen. Die Bibel ist nicht verfälscht worden. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt, aber ihr glaubt irgendwelchen Lügnern. Zum Beispiel Imam TV.
So viele Menschen haben die verführt, so viele Menschen haben sie in die Irre gehen lassen mit ihrer Täuschung. Per Vogel, wie viele Lügen er verbreitet hat. Er hat niemals aufrichtig die Bibel gelesen. Sheikh Ibrahim hat noch nie richtig die Bibel gelesen. Das sind alles Lügner und Täuscher. Muslime, ihr werdet gerichtet werden. Ich sage es euch hier und jetzt und ich möchte euch warnen. Der Zorn Gottes wird über euch kommen, Muslime. Und ihr lacht darüber. Und darum werdet ihr auch gerichtet werden. Wenn ihr euch nicht für den Herrn Jesus entscheidet, werdet ihr verloren gehen. Alle Male, Muslime, und ich sage es euch, der Herr Jesus wird euch richten. Die Zeit ist da und ich habe es gerade vorgelesen, Muslime. Ihr lacht darüber. Wie kann man darüber lachen? Ihr wisst nicht mal, ob ihr in den Himmel kommt. Muslime, ihr wisst nicht mal, ob ihr gerettet seid. Wisst ihr denn, ob ihr in den Himmel kommt? Kein Muslim weiß, ob er in den Himmel kommt. Ihr eifert für einen falschen Gott. Ihr brennt für einen falschen Gott. Ihr betet einen falschen Gott an. Muslime, Allah ist nicht Gott. Der Herr Jesus ist Gott, Muslime. Und ihr folgt einen falschen Propheten, Muslime. Und deswegen werdet ihr verloren gehen. Und ihr werdet gerichtet werden. Wisst ihr eigentlich, wie unendlich der Herr Jesus euch liebt? Ihr werdet alle verloren gehen und ihr werdet gerichtet werden, Muslime. Und da kann ich nur beten für euch. Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, Muslime. Wollt ihr frei sein, dann kommt zu den Herrn Jesus Christus und versöhnt euch mit den Herrn Jesus Christus. Er macht euch frei, Muslime, weil der Herr Jesus euch unendlich liebt. Er hat bezahlt am Kreuz für eure Sünden. Er hat bezahlt für alle Menschen da draußen, die gesündigt haben. Aber ihr lacht darüber. Muslime, wie kommt man in den Himmel? Was muss ich tun? Wie werde ich gerettet? Muslime, ihr wisst selber nicht mal, wie ihr in den Himmel kommt. Und deswegen, Muslime, ihr eifert für einen falschen Gott. Ihr werdet verloren gehen, Muslime. Das ist das Traurige. Guck mal, Leute, Muslime, auch an die Atheisten. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was meint ihr, wenn ihr eines Tages vor diesem heiligen Gott steht? Was meint ihr, wie schrecklich das sein wird, wenn dieser heilige Gott euch eines Tages richten wird? Und da gibt es kein Allah-Paradies, nur der Herr Jesus Christus. Er wird euer Richter sein, er wird euer Gott sein. Deswegen, Muslime, macht euch einmal darüber Gedanken. Und auch bitte alle, die hier drin sind, folgt alle den Account. Alle bitte folgen, damit ihr alle das Evangelium hört, damit eure Seelen gerettet werden. Ist da jemand, der die Gnade Gottes möchte? Ist da jemand, der wirklich auf der Suche ist nach der Wahrheit? Dann geh auf deine Knie und frag Gott. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Muslime, das ist ein Versprechen. Und da möchte ich euch eine Prophezeiung vorlesen, die sich erfüllt hat. Und ich sag's euch, der Gott der Bibel, er ist ein treuer Gott. Er ist ein treuer Gott, das verspreche ich euch. Denn es heißt in Jeremia, alle zuhören, Muslime, alle zuhören, in Jeremia 29, 13. Das ist ein Versprechen von Gott. Wir haben einen treuen Gott. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Muslime, das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen, Muslime, wenn ihr jetzt auf eure Knie geht und fragt, Gott, wer bist du? Erbarme dich über mich, Gott. Wer mich anruft, der wird gerettet werden. Auch hier steht geschrieben, Muslime, in Matthäus 7, 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und so wird euch aufgetan. Muslime, wenn ihr vom ganzen Herzen wirklich Gott sucht, er wird sich finden lassen. So Leute, und bitte alle folgen. Alle bitte folgen, alle das Plus wegmachen. Alle das Plus wegmachen und bitte alle folgen. Muslime, ich lese euch jetzt eine Prophezeiung vor, die sich erfüllt hat. Und die Bibel ist das einzige Buch mit erfüllten Prophezeiungen. So, ich weiß nicht, der Koran hat keine Prophezeiungen. Zeigt mir bitte, wo ist der erste Koran? Ich fordere alle Muslime heraus. Wo ist der allererste Koran? Ihr habt keinen. Wo ist der allererste Koran? Wie viele Prophezeiungen hat der Koran? Zeigt mir ein Manuskript. Habt ihr nicht. So, und ich werde euch jetzt was vorlesen, eine Prophezeiung. Und diese Prophezeiung, sie hat sich erfüllt. So, wir lesen in Jesaja. So, auch an die ganzen Christen, segnet die ganzen Muslime und betet für die Muslime,
dass sie zu den Herrn Jesus Christus kommen. Ich bitte, betet für die, dass ihre Augen geöffnet werden und auch ihre Herzen geöffnet werden. So. Wir lesen erstmal in Jesaja und dann in, also wir lesen im Alten Testament und im Neuen Testament Muslime. Und wir schauen mal, ob sich auch diese Prophezeiung auch erfüllt hat. Wir lesen einfach mal, zuhören Muslime. Der Prophet Jesaja kündigt eine Prophezeiung an. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Und diese Prophezeiung hat sich erfüllt. In Jesaja 7,14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. In Jesaja 7,14. So, wir lesen jetzt in Matthäus 1, Vers 23. So, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und diese Prophezeiung hat sich erfüllt vor 2000 Jahren. Deswegen, Muslime, sage ich euch, verlasst den Islam. Alle Muslime, verlasst den Islam und kommt zu den Herrn Jesus Christus. Rettet eure Seelen. Bittet Gott um Vergebung, dass ihr einen falschen Gott angebetet habt. Und versöhnt euch mit dem Herrn Jesus Christus. So, in Matthäus 1, Vers 23 lesen wir, jetzt lesen wir im Neuen Testament Muslime, zuhören, das ist wichtig. Matthäus 1, 23, sehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt, Muslime. Ich dachte, die Bibel ist verfälscht. Der Prophet Jesaja hat es angekündigt. Deswegen, Muslime, verlasst den Islam, rettet eure Seelen. Ihr betet einen falschen Gott an, Muslime. Ihr werdet verloren gehen und ich werde eine weitere Prophezeiung vorlesen. Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Das ist der Herr Jesus Christus, Muslime. Das ist der Herr Jesus Christus. Und Thomas hat ihn angebetet. Muslime, der Apostel Thomas hat ihn angebetet. In Johannes 20, 27. Da wandte er sich an Thomas. Lege deine Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und lege sie in der Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Deswegen, Muslime, verlasst den Islam. Lest die Bibel, Muslime. Die Bibel ist das Wort Gottes. So, und für mich ist Mohammed, wie ich schon sagte, ein falscher Prophet. Zum Beispiel auch Ex-Muslime klären auf TV. Er zeigt es euch doch mit diesen satanischen Verse oder mit Aisha, 6 Jahre alt, was da in diesen ganzen Versen steht. Leute, lest die Bibel, versöhnt euch mit Gott. Muslime, sonst werdet ihr verloren gehen und in den ewigen Feuersee landen. Ich habe euch gerade eine Prophezeiung vorgelesen. Ihr sagt, Mohammed kommt in der Bibel vor, er kommt in der Bibel vor als falscher Prophet. Deswegen, Muslime, lest die Bibel, holt euch am besten die Bibel heute noch und rettet eure Seelen, Muslime. Und alle Folgen, damit alle das Evangelium hören. Und nochmal, Muslime, der Islam wird nicht siegen, der Islam wird zugrunde gehen, weil der Herr Jesus Christus aus der Bibel wiederkommen wird. Und er wird wiederkommen mit feuerflammenden Augen, Muslime. Deswegen, alle, die jetzt hier drin sind, verlasst alle den Islam heute noch. Verlasst den Islam, kommt zu den Herrn Jesus Christus, kauft euch eine Bibel und versöhnt euch mit Gott. Werdet von neu geboren, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht. Und ich möchte euch die Wiedergeburt vorlesen. Sehr wichtig, Muslime. Ohne die Wiedergeburt kommt ihr nicht in das Himmelreich Gottes ein. An die ganzen 1000 Zuschauer. Ihr müsst von neu geboren werden. Sonst werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und ich sage es euch, Muslime. Der Herr Jesus Christus hat Mohammed erschaffen. Er hat euch erschaffen. Und ihr werdet ihn eines Tages anbeten. Der Herr Jesus ist der König der Könige. So, Muslime, ich möchte vorlesen in Römer 10, 9.
Da sagt das Wort, wir müssen vom ganzen Herzen zu den Herrn Jesus Christus kommen. Vom ganzen Herzen glauben. Und die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerettet zu werden. Und mit dem Mund bekennt man... Ein Moment. Ich glaube, es hat geklingelt. Ein Moment. So, Leute. Du Armer, ich bin nicht arm. Ich bin nicht arm. Ihr seid arm, weil ihr geistlich arm seid. Ich bin geistlich reich, weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo ich hingehe, Muslime. Lieber bin ich arm und erbärmlich, aber der Herr sorgt für mich. Lieber bin ich arm und erbärmlich, aber der Herr sorgt für mich. Und ihr wisst nicht, wohin ihr geht. Und ich werde das jetzt weiter vorlesen. Ist jemand hier im Chat, der Anfechtung hat, der am Ende ist? Ist hier gerade jemand, ist hier ein Suchender, der auf der Suche ist nach der Wahrheit? Ist hier jemand, der innerlichen Frieden haben will? Ist hier jemand drin, der auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens? Ich kann dir eins sagen, wenn du die Stimme Gottes hörst, verstocke dein Herz nicht. In Römer 10, 9, nochmal, ich lese es nochmal vor. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Muslime, Atheisten, ist hier jemand gerade, der auf der Suche ist nach Frieden, nach innerlichen Frieden? Der Herr Jesus Christus sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch meinen Frieden geben, den euch die Welt nicht geben kann. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deswegen sage ich dir, wenn du drogenabhängig bist oder du hast Selbstmordgedanken, Alkoholprobleme, Schizophren, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und deswegen rate ich euch Muslime, verlasst den Islam, alle Muslime. Verlasst den Islam, rettet eure Seelen, bevor der Zorn Gottes über euch kommt. Und ich kann euch sagen, der Herr Jesus macht neu. Lasst euch beschneiden in euren Herzen. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Und lasst euch beschneiden und versöhnt euch mit diesem heiligen Gott. Und ich verspreche es euch, der Herr Jesus Christus nimmt dich so an, wie du bist. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, ob du Tattoos hast, ob du ein Mörder bist. Völlig egal, was du getan hast. Er hat dafür bezahlt. Und er ist dafür ans Kreuz gegangen. Und darum lade ich auch die Muslime ein. Lest die Bibel. Rettet eure Seelen. Ich lade die Atheisten ein, Buddhisten ein. Versöhnt euch mit Gott. Und deswegen, Muslime, das hier ist falsch. Das hier ist falsch. Und deswegen werdet ihr zugrunde gehen, Muslime. Der Herr Jesus Christus gibt euch ein neues Herz. Die Schrift sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Sehe, das Alte ist vergangen, sehe, es ist alles neu geworden. Und deswegen sage ich nochmal, Muslime, der Gott der Bibel liebt euch unendlich. Und deswegen möchte ich auch, dass ihr die Liebe bekommt. Und deswegen sage ich euch, ohne den Herrn Jesus, ohne das Lamm Gottes, was vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, für dich ans Kreuz gegangen ist, wenn du nicht daran glaubst, wirst du zugrunde gehen, du wirst verloren gehen, du wirst gerichtet werden. Und glaub es mir, Muslim, du wirst gerichtet werden. Deine Zeit ist abgelaufen. Ich sage es hier jetzt, Muslime, rettet eure Seelen, Muslime. Demütigt euch. Hört auf zu sagen, die Bibel ist verfälscht. Muslime, die Bibel ist das einzige Buch. Und ich sage euch, wir haben über 1000 Prophezeiungen. Über 1000 Prophezeiungen. Hat das der Koran? Wie viele Prophezeiungen hat der Koran? Die Bibel hat über 1000 Prophezeiungen. Und sag mal, wie viele Prophezeiungen hat der Koran? Wo ist der originale Koran? Und deswegen, Muslime, ihr wurdet angelogen. Ihr wurdet getäuscht, Muslime. Und man kann nur über euren Zustand weinen. So, ich lese vor.
So, 2. Korinther 5, 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Gott war in Christus. So, und ich lese aus dem 1. Johannes nochmal vor, also Johannes. Und es steht geschrieben, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Muslime, wollt ihr nicht heute auch Kinder Gottes werden? Ihr könnt heute Kinder Gottes werden, Muslime. Versöhnt euch mit dem Herrn Jesus Christus. Deswegen sage ich euch, Muslime, das ist kein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn, Muslime. Und es ist einfach nur traurig, weil ich sage das tausendmal in meinem Livestream. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn ist es Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. Und du musst Rechenschaft ablegen für jedes unnützliche Wort, was du geredet hast, dafür wirst du gerichtet werden. Hast du den Herrn Jesus Christus, so hast du das ewige Leben. Hast du ihn nicht, so hast du das Leben nicht. Wie wirst du den Herrn Jesus begegnen? Als Richter, als deinen Richter oder als dein Retter? Darum versöhn dich mit ihm. Und deswegen sage ich euch, Muslime, hört auf zu sagen, die Bibel ist verfälscht. Eines Tages werdet ihr vor diesem heiligen Gott stehen. Und ihr müsst dafür Rechenschaft ablegen, vor eure Täuschung. Wie Gott lässt das zu? Wie Menschen haben geschafft, das Wort Gottes zu fälschen? Hört auf, das zu sagen, Muslime. Es geht hier um die Ewigkeit. Und ihr wollt auch die Ewigkeit haben. Und die Ewigkeit, wie bekomme ich diese Ewigkeit? Wie komme ich in den Himmel? Durch das Gnadengeschenk, durch den Sohn Gottes, der für mich ans Kreuz gegangen ist, das Lamm Gottes. Deswegen sage ich euch, Muslime, rettet eure Seelen, bevor ihr verloren geht. Ich lese euch jetzt einige Bibelverse vor. Auch an, egal wer, rede nur über... Ah, ne. So. Deswegen sage ich euch, Muslime, rettet eure Seelen. Es ist einfach traurig, Muslime. Und ich mache mir Sorgen um euch, weil ihr werdet verloren gehen, Muslime. Weil der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren als Lamm gekommen. Er hat sich auspeitschen lassen, ohrfeigen lassen. Er hat sich untergeordnet. Aber er wird wiederkommen. Als ein Richter und Herrscher. Und glaub es mir, wenn ihr die Entrückung verpasst, wartet ab, Muslime, denn werdet ihr unter das Gericht Gottes kommen. Die apokalyptischen Gerichte werden unter euch, ich sage es euch, Muslime, ihr werdet alle ein Malzeichen tragen, ihr werdet gechippt werden und dann werdet ihr in die neue Weltordnung kommen. So, und ich möchte nochmal vorlesen, Muslime. Das Wort sagt, und wenn jemand meine Worte hört, und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwerft und mein Wort nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihm im, also, Entschuldigung, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihm richten am letzten Tag. Und auch hier nochmal, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Muslime, ihr werdet alle gerichtet werden. Ihr könnt von morgens bis abends sagen, die Bibel ist verfälscht. Von morgens bis abends. Von morgens bis abends könnt ihr sagen, die Bibel ist verfälscht. Das müssen wir Christen hinnehmen. Ihr könnt von morgens bis abends sagen, der Herr Jesus ist nicht Gott. Das müssen wir hinnehmen. Ihr könnt von morgens bis abends sagen, der Herr Jesus wurde nicht gekreuzigt. Da müssen wir unseren Mund halten. Aber wenn wir für das Wort Gottes eintreten und die Wahrheit verkündigen, dann auf einmal erleiden wir Verfolgung. Ist das nicht ungerecht? Und Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und deswegen, ich habe keine Angst. So, und da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Lacht, Muslime, ihr werdet verloren gehen. Ihr werdet alle verloren gehen, Muslime. Denn ich lese vor, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ihr sagt, die Bibel ist verfälscht. Wann und wo und wer, nochmal Muslime, wann, wo und wer, welche Person, in welchem Zeitraum, genau wo wurde die Bibel verfälscht? Das sind Behauptungen, die ihr sagt.
Wann? Zeig mir jetzt das Originale und das Verfälschte jetzt. Ich will das sehen. Wir haben das Originale. Hier. Wir haben das Originale Injil. Wir haben die Originale Tora. So. Und deswegen lese ich nochmal vor, Muslime. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist... Nochmal. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Gottes nicht. Ich schäme mich nicht für diese rettende Botschaft. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht für die Bibel. Ich schäme mich nicht. Und deswegen sage ich euch, denn es wird offenbart Gottes Zorn von Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ich kann lesen. Nur mein Mund ist trocken. Jetzt werde ich Wasser trinken. Mich wieder ein bisschen beruhigen, damit ich wieder einen normalen Puls bekomme. Ich habe einen Blutdruck von 380, deswegen muss ich erstmal wieder runterkommen, damit ich wieder mich beruhigen kann. Und dann wird weitergelesen. Ja, ihr sagt eklig. Ihr sagt eklig, Muslime. Wisst ihr, was eklig ist? Lügen zu erzählen. Lügen zu verbreiten, Täuschungen zu erzählen, das ist eklig. Nicht die Wahrheit zu sagen, das ist eklig. Das ist eklig, Sachen zu behaupten, Sachen zu sagen, die nicht stimmen. Und ich sage immer wieder, wo und wann wurde die Bibel verfälscht? Ihr könnt es nicht zeigen. Deswegen sage ich euch, dann sagt lieber gar nichts, dann sagt einfach nichts. Aber wenn ihr von morgens bis abends in die Streams rumläuft und sagt, die Bibel wurde verfälscht, ich frage immer wieder, wie kann das sein? Dass die Bibel mehrere tausende Prophezeiungen hat, die sich erfüllt haben. Und es werden sich weitere Prophezeiungen erfüllen. Wie kann dieses Wort verfälscht sein? Wie könnt ihr sowas sagen? Unfassbar. So, und ich sag nochmal auch an die ganzen Christen, tretet ein für das Wort Gottes. Habt keine Angst. Angst. Denn nichts kann uns scheiden, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Angst, Drangsal, Verfolgung, Hunger, Schwert, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. So, und jetzt lese ich nochmal vor. So, wir haben vorgelesen, Römer 1, 18. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn von Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und ich sage es euch, das sage ich in jedem einzelnen Stream, der Zorn Gottes wird über euch kommen. Für eure Lügen, für eure Täuschungen. In diesen ganzen islamischen Ländern werden Christen verfolgt, Christen unterdrückt. Sie sterben für diesen Glauben hier. Die Apostel sind alle als Märtyrer gestorben. Schaut euch mal die Christen an. Die wurden als Fackeln angezündet. Sie haben sich eingesetzt für das Wort Gottes. Hat nicht der Herr Jesus Christus gesagt, ihr werdet um meines Namens gehasst werden? Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus, Jesus Christus, unseren Herrn, werden Verfolgung erleiden. Ist das nicht so? Steht es nicht geschrieben? Steht es nicht geschrieben? Werden Verfolgung erleiden. Ist das nicht so? Steht es nicht geschrieben? Und rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes, bevor es zu spät ist. Rettet eure Seelen, Muslime, ich sag es euch. Denn der Herr Jesus kann jederzeit wiederkommen, Muslime. Alles hat sich in der Bibel erfüllt und ich möchte, dass ihr gerettet werdet, bevor der Zorn Gottes über euch kommt. Und ihr lacht darüber, die Bibel ist das Wort Gottes und ich leide gerne für den Herrn, ja. Denn ich bin mit Christus gestorben. Und so ist es auch. Jeder, der mir nachfolgen will, sagt der Herr Jesus Christus, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir haben mit diesen Großkirchen nichts zu tun. Und deswegen möchte ich, dass alle Muslime, alle das Evangelium hören. Die Kirchen sind eingeschlafen. Die Kirchen sind Museum geworden. Geht mal in die Kirche, da werdet ihr das Wort Gottes nicht mehr hören. Die Pastoren sind eingeschlafen. Sie verkündigen nicht das Wort Gottes. Es sind einzelne Christen, die auf die Straße gehen und für den Herrn brennen und ihre Zeit dafür opfern, für den Herrn Jesus Christus. Geht mal in die Kirche, fragt mal, krieg ich eine Bibel umsonst? Muss erstmal Money bezahlen. Geh mal in die Kirche, frag mal, hast du einen Flyer? Da gibt es gar nichts. Die Kirchen sind Museum geworden. Sie verkündigen nicht das Wort Gottes. Und deswegen wird es eine sehr heftige Strafe für diese ganzen Kirchen geben. Diese ganzen Götzenstatuen.
Diese ganzen Christen, die das Christentum in den Dreck gezogen haben. Eine Schande. Lest selber die Bibel, Muslime. Lest selber die Bibel. Demütigt euch. Es gibt so viele Religionen. Jeder sagt, das ist mein Weg, das ist mein Weg. Aber was ist Wahrheit? Wie komme ich denn in den Himmel? Es gibt doch nur einen Gott. Jeder sagt, das ist mein Gott. Jeder sagt, das ist so und das ist so. Aber was ist der wahre Weg? Wie komme ich in den Himmel? Wie werde ich gerettet zu 100%? Wie bekomme ich innerlichen Frieden? Wer kann mich erlösen? Das ist der Herr Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für dich ans Kreuz gegangen ist, Muslime. Und ich sage es euch an alle Muslime, ich liebe euch unendlich, Muslime. Weil der Herr Jesus gesagt hat, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich würde auch Muslime verteidigen. Und ich würde euch auch Essen geben. Und ich würde euch auch beschützen, wenn ihr verfolgt würdet. Ich würde euch aufnehmen, weil das der Herr Jesus Christus sagt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebt eure Feinde. So. Und deswegen liebe ich die Muslime. Und ich möchte, dass die Muslime alle gerettet werden. Und wenn sich ein Christ über eine muslimische Frau mit Kopftuch lustig macht, eine Schande über dich, Christ. Wir haben auch für die Hamas zu beten. Wir haben für die Palästina zu beten. Wir lieben die Palästinenser. Und wir lieben auch die Terroristen. Wir wollen, dass sie alle zu den Herrn Jesus Christus kommen. Jeder Einzelne. Deswegen sage ich euch, Muslime, wenn ein Christ sich über eine muslimische Frau lustig macht, ob sie Burka trägt, Kopftuch, eine Schande auf dich, du Christ, das sage ich dir. Ein Christ, der AfD will und Muslime rausschmeißen will, eine Schande auf dich. Wir holen alle Muslime rein, damit sie alle das Evangelium hören. Und wir kümmern uns auch um die Muslime. Und wir segnen die Muslime, wir segnen ihre Familie, damit sie zu den Herrn Jesus Christus kommen. Punkt, fertig, aus. Wir hassen die Muslime nicht. Ja, wir lieben alle Menschen. Wir lieben alle Menschen. Ob Terroristen, Mörder, Vergewaltiger. Wir lieben alle Menschen. Und wir segnen auch alle Menschen, damit sie zu dem Herrn Jesus Christus kommen. Punkt, fertig, aus. Da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Da könnt ihr lachen und mich verspotten, wie ihr wollt, Muslime. Ich liebe euch, weil Gott ist Liebe. Und ich habe die Liebe Gottes erkannt. Und der Herr Jesus hat gesagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich möchte euch was vorlesen, Muslime. Es steht geschrieben, dann könnt ihr mich auch Heuchler nennen. Nimm mich gerne an. Nimm mich gerne an, aber ich möchte euch eins vorlesen noch. Es steht geschrieben, in 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein törendes Erz und ein klingender Schell. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nix. Und wenn ich all mein Hab austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nix. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Amen. Ja, das ist das Problem, wenn man... Leute, das war ein sehr erfolgreicher Stream, Leute. Der Stream wurde jetzt eingeschränkt. Aber betet bitte für alle Muslime, segnet die Muslime, dass sie erkennen, dass der Gott der Bibel Liebe ist. Betet für die Muslime, segnet die Muslime. Tut mir auch leid, wenn ich manchmal aus der Verfassung war oder zu schnell gelesen habe oder das ist, wenn ich mich manchmal zu schnell aufrege. Aber Muslime, der Herr segne euch reichlich und... ich hoffe, dass ihr euch wirklich eine Bibel mal kauft und euch darüber Gedanken macht, über eure Ewigkeit. So. Ich brauche keine Hilfe, Muslime. Ich habe schon Hilfe gefunden durch den Herrn Jesus. Er hat mich neu gemacht. Glaubt mir, Muslime. Er hat aus dieses steinerne Herz ein fleischernes Herz gemacht. Er hat mich neu geformt. Ich kann jetzt auf einmal Menschen lieben, die ich früher mein Leben gehasst habe. Ich kann meine Feinde lieben. Ich gehe jeden Tag raus und strahle und ich bin so dankbar, dass der Herr Jesus Christus mich errettet hat. Ich habe erkannt, ich bin ein Sünder. Ich habe erkannt, ich bin verloren. Ich habe erkannt, ich brauche die Gnade Gottes. Und wie bekomme ich die Gnade Gottes? Indem du dich demütigst. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Darum demütigt euch.
Und ich habe mich gedemütigt. Und ich habe meine Knie gebeugt, ich habe meine Sünden bereut, ich bin umgekehrt von diesem gottlosen Weg und ich habe geglaubt, dass der Herr Jesus mein Erretter und mein Erlöser ist. Und das wurde mir zur Gerechtigkeit angerechnet. Nicht, weil ich besser bin als Muslime, sondern aus Glaube wurde ich gerettet. Und das wurde mir zur Gerechtigkeit angerechnet, weil ich geglaubt habe an den Sohn Gottes, der Herr Jesus, der ewige Gott, der für mich ans Kreuz gegangen ist, am dritten Tag auferstanden ist. Ich habe geglaubt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und es heißt, ihr seid teuer erkauft worden mit seinem teures Blut. Wahnsinn, Leute, das ist so Wahnsinn, wie viele Leute hier drin waren und wie viele Zuschauer wir hatten. Leute, alle Folgen, Leute, kommt noch mal alle Folgen, dass wir die 6000 Followers voll bekommen, dass wir am Ende, vielleicht Ende des Jahres noch mal ein paar tausend Follower bekommen, damit noch mehr das Evangelium hören, damit noch mehr Leute die Liebe Gottes hören und sich bekehren. So, Muslime, ich werde jetzt auch den Stream beenden. Ich wünsche euch allen Gottes reichlichen Segen. Der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Muslime. Möget ihr auch euch darüber Gedanken machen, Muslime. Möge der Herr eure Familien reichlich segnen. Und auch die ganzen Muslime, die über uns hier spotten. Der Herr segne euch reichlich, Muslime, unendlich, dass ihr auch die Liebe Gottes erkennt, denn Gott ist Liebe. Dass ihr aus dieser Finsternis herauskommt und ins Licht kommt. Erkennt, dass ihr Sünder seid. Erkennt doch, dass ihr schuldig seid. Dass ihr ohne den Herrn Jesus Christus verloren seid, Muslime. Ohne ihn seid ihr verloren. So, Leute, ich beende jetzt den Stream. Ich wünsche euch Gottes Segen. Geht auf eure Knie, fragt Gott, sucht Gott. Ihr müsst von neu geboren werden, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht. So, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal, Muslime. Und auch Atheisten, Christen, die den Herrn noch nicht angenommen haben. Bis zum nächsten Mal. So.